meine Lieben, heute machen wir Marmeladenhäcksel im Linzaugensee. Habe ich gleich einmal 230 Gramm Mehl. Die genauen Abmessungen stehen dann eh wieder beim Rezept dabei. Dann habe ich Haselnüsse gemahlen. Wie viel haben wir da? 60. Und vom Zucker haben wir 110 Gramm. Ich habe da wieder den Erythritzucker. Aber einfach deswegen, weil ich ja beim raffinierten weißen Zucker aufpassen soll und eben nicht zu viel davon verspeisen sollte. Die Sachen dann jetzt gleich mal ein wenig vermengen. Man kann es ja gleich versieben oder in einer Schüssel verwenden, aber es geht da tadellos. Dann haben wir statt dem Ei 2 Esslöffel Apfelmus. Wir haben unser selber gemachtes Apfelmus genommen. Haben wir eher ein Video gemacht, wie wir gezeigt, wie wir das machen. Aber ihr könnt auch Apfelmus aus dem Geschäft, aus dem Glasl nehmen. Aber es ist auch, wie gesagt, ganz schnell selber gemacht. Und Butter hast du mir wie viel hergekriegt? 150. 150. Wir haben da wieder unsere vegane Sonnenblumenbutter. Aber ihr könnt ja jede pflanzliche Butter verwenden. Da dann mit dem Soufflockerl auf. Relativ zügig, die Butter steht bis, dass wir es verwenden im Kühlschrank, dass es wirklich schön kalt ist. So, und dann haben wir da wieder den Teig vermanschen damit. Einfach alles schön durch die Finger zwirbeln lassen. Und das wird dann so ein typischer Art Mürbeteig. Ihr könnt statt die Haselnüsse auch Mandeln verwenden oder Walnüsse. Ich habe eben im Rezept von meiner Oma ausgestattet. Haselnüsse oder Mandeln. Eigentlich ist gestanden geriebene Mandeln oder Nüsse. Und eben bei Nüsse meint meine Oma Haselnüsse. Aber ja. Wir haben die Haselnüsse selber gemahlen. Das ist vielleicht eh gar nicht so eine schlechte Idee. Ich habe es gestern in einem Backforum oder eine Walnüsse gekauft und hat es nicht probiert. Und die waren schon ein bisschen nicht mehr so gut. Jetzt sind die ganzen Kekse natürlich extrem gut geworden. Luca! Bevor es Nüsse verwendet, darfst du es zuerst kosten. Und wenn du die Nüsse selber malst, ist es auch seltener, dass sie schon hinüber sind. Was ist denn da mit meiner Küche heute schon wieder? Magst du mir da ein bisschen Mehl her, da bitte noch? Mhm. Aber ganz wenig, gell? Was, danke. Luca. Haben wir noch ein bisschen was von den Nüssen? Ein bisschen haben wir. Kannst du mir ein paar noch holen? Mhm. Bitte, danke. Was braucht er noch, damit er stabiler wird?
Aber ich möchte jetzt da kein Mehl mehr rein tun, dass er nicht zu mehlig wird. Dann nehmen wir noch ein bisschen Nüsse einarbeiten. Dann passt das auch. Lassen wir es daher bitte. Passt, danke. So. Und Nüsse sind eigentlich eh immer gut. Brauchen wir die Folie bitte. Danke sehr. Da packen wir jetzt den Teig ein. Und der darf jetzt eine gute halbe Stunde im Kühlschrank rasten. Und dann kann man weiter verarbeiten. Und dann melde ich mich wieder bei euch. Ciao dabei. Jetzt ein bisschen rasten dürfen. Dann streuen wir da gleich ein bisschen Mehl her. Also werden wir den Freund jetzt auswägeln. Wenn ich da nur die Hälfte. Nein, ich tue mir schon. Passt schon. Das ist so ein schöner weicher Teig. So. Dann nehme ich einen Nudelwäger. Haben wir da jetzt einen anderen Nudelwäger? Ja. Kannst mir du noch Paletten holen, dass ich... Mhm. Bisschen Mehl durchkneten. So, ich habe nämlich gerade ein wenig zugestellt. Fangen wir noch mal an. So. Dann machen wir da die, stechen wir da die Kreise aus. Danke sehr. Da war nämlich noch ein bisschen ein größeres Stück Nuss drinnen, aber es geht schon. So. Und dann müssen wir immer bei der Hälfte.
Hälfte und in der Mitte ein Loch ausstechen. Ich habe jetzt da so einen kleinen Fingerhut, weil leider unser Linzerradl oder Linzeraugen ausstechen total der Rost ist. Den mag ich nicht mehr nehmen. Aber ich habe mich erinnert, dass meine Oma auch mit einem Fingerhut das gemacht hat. Und Gott sei Dank haben wir noch einen Fingerhut gehabt. War noch recht einen witzigen, aber gute Wurst. Und da machen wir jetzt in der Mitte immer bei der Hälfte das Lochel. Weil nach dem Backen werden die dann mit Marmelade zusammengeklebt. So, ich spüle mich da jetzt weiter mit meinen Teiglingen und melde mich dann wieder, wenn wir es aus dem Rohr rausnehmen. Bei wie viel Grad tun wir es? Bei 200. Für 8 bis 10 Minuten. 8 bis 10 Minuten. Okay, dann bis später. Ciao dabei. Die erste Partie haben wir jetzt schon aus dem Ofen geholt. Dann nehmen wir immer die Teile ohne Loch, schmieren es mit der Marmelade an. Es kann schon ordentlich Marmelade sein. Wir haben letztes Jahr noch gekriegt von wem. Die waren nur homöopathisch mit Marmelade bestrichen, also das kannst du wohl vergessen. Da macht dann der ganze Keks keinen Spaß. Ich habe jetzt da Himbeermarmelade und eine Bovidl-Marmelade, weil ich einfach die am liebsten mag. Ihr könnt Riedisl-Marmelade nehmen, Erdbeermarmelade, was auch immer. Und die dann jetzt irgendwie streichen. Marmelade eben zuerst ein bisschen durchrühren. Ihr könnt das auch zum Beispiel mit einem Rum oder einem Rum-Aroma anmachen. Das tun wir nicht, weil ich mag das noch Keks und Marmelade schmecken. Ja, locker. Du hast doch den Kleinen. Kommen wir jetzt zur Bovidl. Bovidl ist halt für Winzer nicht so typisch, aber sie ist eben Lieblingsmarmelade. Und deswegen gibt es die da drauf. Ihr könnt es, wenn du jetzt sagst, Orangenmarmelade ist deine Lieblingsmarmelade, dann nimmst du Orangenmarmelade. Du kannst das aber auch genauso gut mit einem Nutella oder einer Erdnussbutter bestreichen. Im Endeffekt geht es darum, die müssen schmecken. Und sonst ist gar nichts wichtig. Mit der Marmelade, geil, Luca, das sagst du auch. Nicht sparen mit der Marmelade. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht letztes Jahr. Dann habe ich da meinen Staubzucker mit ein bisschen Vanillezucker. Da werden wir es jetzt noch anstrahlen. So. Und dann machen wir natürlich die erste Qualitätskontrolle. Du nicht, nein. Sind wunderbar. So kann man Keksel machen. Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Aufmachen. Und freue mich, wenn ihr mal ein Like da lasst. Vielleicht auch, wenn ihr meinen Kanal folgt.
Und schaut's mir morgen wieder zu. Ciao, ciao, baba.